das ist auch eine wirkliche Nagelprobe auch für die europäische Solidarität. Nehmen wir das wirklich ernst, dass es hier um Menschen und um Schicksale geht? Oder, so wie Sie, es geht hauptsächlich darum, ein Bollwerk zu errichten und Außengrenzen zu schützen. Ich will nicht Grenzen schützen. Ich möchte, dass wir in dieser Region mittelfristig es schaffen, Friedensinitiativen zu setzen, also dass wir Fluchtgründe einmal versuchen zu dezimieren, zu verringern, und dass die Menschen, die jetzt wirklich auf der Flucht sind, das sind jetzt vor allem die Familien unterwegs. Es sind so viele, teilweise drei Generationen, von der Oma bis zum Kind. Ja. Und da können Sie das nicht mit einer Kalaschnikow jetzt. Aber da unterscheiden wir es einfach grundsätzlich. Gesagt, ja. Und auch die Vision, Österreich abzuschieben, heißt das wirklich, dass Sie von einer österreichischen Polizistin und einem Polizisten dann wirklich erwarten würden, dass er dann auf Menschen schießt? Also ich kann mir das nicht vorstellen. Das ist ja gar nicht notwendig, wenn wir ein Beispiel Ungarns sehen, wo das hervorragend funktioniert, auch andere Staaten in Europa jetzt diesen Grenzschutz auch entsprechend so sicherstellen. Und es funktioniert. Das Problem ist nicht mehr ungefähr. Was Sie auch sagen, dass Sie Menschen in Gefängnissen, die sagen, was Sie völlig außer Acht lassen, ist, dass der islamische Staat, radikal-islamistische Sunniten, letztlich in Videos seit Jahren dazu aufrufen, Terrorattentate in Europa setzen zu wollen, quer durch Europa, auch Österreich bedroht ist unter anderem, dass man permanent auch in diesen Videos ganz konkret auch sagt, eine Invasion in Gang setzen zu wollen, um eine Islamisierung Europas zu erreichen und auch im Zuge dieser Flüchtlingswelle auch Menschen versucht einzuschleusen. Wir haben ja 75% der Menschen, die zu uns kommen, kommen ja nicht aus Syrien, die kommen aus Afghanistan, Pakistan und sonst wo. Das ist ein bisschen viel, dass ich jetzt richtig verstehe, was Sie gerade gesagt haben. Sie sagen jetzt gerade, der derzeitige Flüchtlingsstrom, der nach Europa kommt, ist eine vom IS gesteuerte Invasion Europas. Das ist das, was zumindest der Islamische Staat in Videos bereits vor über einem Jahr und vor eineinhalb Jahren angekündigt hat, eine Welle nach Europa auch schicken zu wollen über den Flüchtlingsstrom und letztlich Europa islamisieren zu wollen mit klaren Ansagen, dass Österreich bis zum Jahr 2020 eine der Zonen sein soll, die man ins Visier nimmt und andere europäische Zonen, die da auch in Videos beschrieben werden. Also 500.000 IS-Agenten, die da jetzt nach Deutschland gekommen sind. Das mit Sicherheit nicht, aber man hat und weiß, dass seit über vier Jahren dieser Krieg, dieser grausige Krieg in Syrien vorherrscht. Man weiß, dass viele Menschen in die Nachbarländer geflohen sind und dort aufgenommen worden sind. Und man weiß auch, dass jetzt seit September eine unglaubliche Völkerwanderung in Gang ist. Vier Jahre zuvor nicht. Und man muss sich die Frage stellen, wer hat das vier Jahre lang verhindert und warum ist es dann nach vier Jahren in der Dimension auch losgegangen? Versagen der Europäischen Union, aber auch durchaus, ich sage ganz bewusst, ich mache auch die Türkei mitverantwortlich, die das auch irgendwo zugelassen hat. Aber das sind ja Prozesse, die, glaube ich, auch für Sie als Mensch auch sehr nachvollziehbar sind. Wenn Sie aus einer gefährlichen Region flüchten mit Ihren Kindern in ein Flüchtlingslager und dort zwei, drei Jahre abwarten, ob sich die Situation vielleicht in irgendeiner Form wieder beruhigt. Und das ist aber aussichtslos. Die Kinder haben seit zwei Jahren keine Schule, die haben nicht einmal die Chance, irgendeine Ausbildung oder irgendwas zu machen. Es gibt keine Lebensperspektive mehr. Und dann werden noch die Programme, und das ist passiert, das war letztes Jahr, auch mit Hilferufen von UNICEF, Kinderhilfspakete und auch UNHCR, die Flüchtlingsunterstützung, wurde dramatisch gekürzt. Also die haben ihr wirklich die Essensrationen in diesen Flüchtlingslagern. Und dann ist es, glaube ich, das Menschlichste aller Welt. Da würden auch Sie Ihre Kinder zusammenbocken und irgendwo hingehen, wo Sie das Gefühl haben, ich kann irgendwie überleben. Ja? Und man übers Meer im Schlauchboot. Ja? Also das sind ja nicht Dinge, die man sich leichtfertig überlebt, wenn man sich einfach irgendwas verbessern will. Das sind wirklich Lebensentscheidungen. Und das würde ich auch bitten, dass Sie die jetzt nicht als Agenten des IS da irgendwie, das ist ja absurd, sondern versetzen Sie sich einmal rein in solche Menschen, egal welche Religion Sie jetzt haben. Wir müssen zum Ende kommen. Ich habe an Sie beide noch eine konkrete letzte Frage. Heute sind ungefähr 5000 Menschen spielfertig über die Grenze gekommen. Was würden Sie denn mit denen machen? Würden Sie denen einfach sagen, geht zurück nach Slowenien, dort seid ihr sicher und keinen einzigen Österreich lassen? In Wahrheit hätten diese Signale längst von Seiten der Europäischen Union gesetzt werden müssen in den Außengrenzen. Weil wir reden seit Monaten darüber. Die EU versagt seit Monaten und ist untätig. Aber wir Österreicher müssen auch hätten seit Wochen das Signal setzen müssen, wir können nicht täglich 4.000 bis 14.000 Menschen hereinlassen. Das geht nicht. Es müssen die Signale erfolgen, dass damit letztlich auf Dauer eine Destabilisierung nicht nur Österreich, sondern auch Deutschland stattfindet und damit auch eine sehr gefährliche Entwicklung. Wer soll denn das ändern? Das haben Sie ja schon gesagt. Und jetzt ganz konkret, es stehen etliche tausend Leute vor der österreichischen Südgrenze. Was würden Sie mit denen machen, wenn Sie das heute entscheiden könnten? Ich hätte schon früher angesetzt, noch einmal, ich bin
Nicht Kanzler, wäre ich Kanzler, hätte ich von Beginn an gesagt, wir unterstützen Slowenien bei einer Außengrenzsicherung, wir schicken Exekutive und Bundesheer auch zur Unterstützung dieser Außengrenzsicherung der Europäischen Union, hätte so agiert wie Orban und hätte klar das Signal gesetzt, wir können nicht diese 1000 Menschen täglich aufnehmen. Die letzte Frage noch an Sie. Das heißt letztendlich, dass Sie auch wirklich Schussbereitschaft und auch wirklich Schuss Sie sehen, Ungarn ist Schussbereitschaft nicht notwendig, man macht das sehr wohl. Ja, aber da gibt es Berichte aus den Gefängnissen, da werden Flüchtlinge halt eingesperrt und gehen in Hungerstreik und sagen, sterben hätten wir zu Hause auch können. Das ist ich habe trotzdem noch eine kurze letzte Frage an Sie, wenn Sie die Debatte der letzten Wochen verfolgen. Glauben Sie, dass die Haltung der Grünen in dieser Frage in der Bevölkerung irgendwie meinungsfrei ist? Das kann ich nicht beantworten. Ich kann nur eines beantworten. Es ist mit Sicherheit eine sehr, sehr schwierige und herausfordernde Situation. Und ich glaube, dass sich Europa und die europäischen Länder und auch wir alle als Menschen uns entscheiden müssen. Es ist wirklich die Frage, helfen wir auf allen Ebenen, helfen wir international, helfen wir auch wirklich als Personen? Oder wird Europa eine Festung, wo an den Außengrenzen Soldaten stehen, die auch bereit sind, auf Flüchtlinge, auf Flüchtlingsfamilien abzuschießen? Ich halte die zweite Option eigentlich für keine Zivilisierte. Es ist einfach eine Entscheidungsfrage. Und ich stehe auch auf dieser Seite aus persönlicher Überzeugung. Herr Dr. Glawischnik, mit der Bundesstadt, vielen Dank für Besuch im Studio. Und wir verabschieden uns an dieser Stelle jetzt von den Zusehern auf Dreisat. Danke, dass Sie dabei waren. Einen schönen Abend noch aus Wien bei uns.